Das ist die Lifehacks Show, Folge Nummer 38. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben, Markus Meurer. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Heute mit Bastian Barami, dem Betreiber der Website Office Flucht. Und Bastian ist ziemlich fit im Thema Amazon Selling, Private Label Selling on Amazon. Und Grund genug, ihn für den Lifehacks Podcast zu schnappen und auf den Zahn zu fühlen. Dazu kommt, er ist noch ein richtig cooler, netter, smarter, junger Typ, den ich sehr gerne mag. Check it out. Viel Spaß mit dem Interview mit Bastian Barami. Diese Folge wird präsentiert vom 5-Minute Journal. Das 5-Minute Journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www.5minutejournal.com und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo, Basti, cool, dass du am Start bist beim Lifehacks Podcast. Bist du ready? Ich bin ready. Danke für die Einladung, Mann. Cool. Wo bist du gerade und warum bist du da? Was machst du da? Ich bin gerade auf Gran Canaria. Wir veranstalten hier auch eine kleine Workation. Du weißt ja selbst von der Nomaden-Cruise, wo du selbst mit dabei bist. Da sehen wir uns dann ja auch nächste Woche, beziehungsweise in etwas über 10 Tagen. Ja. Und wir haben uns überlegt, dass wir hier so eine kleine Workation vorab starten, bei denen dann auch ein paar Leute am Start sind, die hinterher mit auch aufs Schiff gehen. Und ich sitze jetzt hier in Las Palmas in unserer kleinen Butze und schau mal, wie die Leute alle drauf sind, die jetzt noch ankommen. Ich bin jetzt der Erste, der da ist und morgen kommen ein paar und Sonntag kommt dann final der Rest der Truppe. 9 Leute sind wir. Wow. Und wird bestimmt eine coole Sache. Ja, klingt echt gut, zumal du ja, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit auch schon auf einer anderen Workation gewesen bist. Also du selber bist jetzt auch schon ganz schön viel unterwegs als Digitalnomade, wie ich das so mitkriege, ne? Ja, schon. Das hat sich echt verdammt schnell entwickelt. Also auf der letzten Workation war ich selber noch als Teilnehmer dabei. Das war vom Sebastian Kühn eine veranstaltete Workation auf Bali. War auch eine super, super geile Zeit. Einen Monat waren wir da. Und da hat man dann einfach echt Blut geleckt und jetzt haben wir eben entschieden, das Ganze nochmal ein bisschen auszubauen und das auch öfter zu veranstalten. Im März starten wir auch noch eine weitere Workation und der Sebastian selber macht auch, ohne dass ich jetzt bei jeder dabei bin, auch einige noch im kommenden Jahr. Mhm. Ist halt schon ein ziemlich cooles Modell, bei dem die Leute eben auch, die vielleicht noch nicht ortsunabhängig arbeiten, so ein bisschen reinschnuppern können in den Lifestyle. Das ist schon eine coole Sache. Ja, also ich finde es auch cool, wenn man so ein Soft Landing hat und nicht direkt irgendwie alleine losziehen muss und dann krass irgendwo ankommt, überhaupt keinen Plan hat, wie man an seine Prepaid-SIM-Card hat, wo man arbeiten geht, wo man gleichgesinnte Leute findet. Ja. Ich meine, dafür sind so Vocations richtig cool, wie der Sebastian die macht oder unsere Camps oder das Surf Office. Also es gibt ja glücklicherweise jetzt immer mehr coole Angebote direkt für digitale Nomaden. Das war vor 3 Jahren noch nicht so, umso besser das so ist. Vielleicht kannst du mal sagen, du selber hast ja jetzt auch mitgekriegt, du warst auf Bali am Arbeiten für 4 Wochen und dann warst du wieder in Berlin oder in Deutschland und hast da gearbeitet. Was genau ist für dich so der Unterschied, wenn man woanders ist und von da arbeitet? Also ich muss sagen, ich komme schon gern auch nochmal wieder nach Hause. Mhm. Ich habe auch noch meinen Wohnsitz in Deutschland, aber ich merke, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so diese festen Arbeitsstrukturen brauche. Ich habe zwar schon so meinen gewissen Tagesrhythmus, aber wenn man zum Beispiel auf Bali sitzt in einem tollen Café mit einer super Aussicht, ich weiß, vielleicht kennst du in Ubud zum Beispiel das Clear Café, da hat man eine Aussicht direkt auf so einen Tempel. Irgendwie, wenn man ständig wechselnde Arbeitsaussichten auch hat, statt immer auf die ewig gleiche Wand zu gucken im Arbeitszimmer zu Hause, arbeitet man einfach irgendwie viel kreativer, habe ich den Eindruck. Und man sitzt da dadurch, dass man eben auch an einem schönen Ort ein bisschen was sehen möchte und sich zwangsläufig dann auch ein paar Auszeiten nimmt, um zwischendurch mal ein bisschen rumzurennen und die Gegend zu erkundschaften, gönnt man sich viel, viel eher Pausen, die meiner Meinung nach einen wirklich produktiver machen, als wenn ich jetzt zu Hause sitze und nicht ständig
den Drang habe, mal Pause zu machen und dann 8 Stunden da sitze und davon aber 4 Stunden oder so bei Facebook verbringe. Ja, Facebook ist echt der mieseste Scheiß ever. Ich habe in einem anderen Interview letztens schon erzählt, mich hat das irgendwann so genervt vor ein paar Monaten, dass dieser Algorithmus so gut funktioniert und ich da auch regelmäßig, das passiert glaube ich jedem, dann in diesen Rabbit Holes auf Facebook verschwinde, gar nicht mehr weiß, warum bist du überhaupt auf Facebook gegangen, was wollte ich da machen? Das war, meistens ist es irgendein Business-Anlass und dann verlierst du dich da in der Timeline, dass ich hier gesagt habe. Richtig schlimm, auf jeden Fall. Richtig mies, ne? Und ich habe gesagt, ey, ich kaufe mir jetzt 2, 3 Facebook-Aktien und immer, wenn ich mich dann darüber ärgere, dass mir das wieder passiert ist, dann freue ich mich wenigstens, dass ich ein bisschen mehr Verweildauer auf der Plattform habe durch mich. Ja, cooler Ansatz auf jeden Fall. Aber was du eben gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man unterwegs ist, so geht es auf jeden Fall mir und auch Feli, wenn man unterwegs ist, hat man irgendwie viel mehr Headspace so und Kreativität, als wenn man in so eingefahrenen Strukturen ist, was auf den ersten Blick erstmal, oder wenn man das hört, dann denkt man, das kann ja nicht sein, man muss ja irgendwie viel mehr verarbeiten und viel mehr Challenges vielleicht unterwegs lösen und wie kann man dann noch mehr Power für das Business haben, als zu Hause in Berlin, wo man dann vielleicht im Beta-Haus schon gutes Internet hat, einen Desk, einen Stuhl. Und aber irgendwie ist es immer wieder so regelmäßig, das haben wir jetzt in Hongkong wieder gemerkt, jetzt in Bangkok, jetzt in Chiang Mai, dass jedes Mal, wenn wir den Ort wechseln, kam nochmal so ein neuer Schub. Ist das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man sich dann viel mehr damit abfindet oder auch arrangiert, wenn das Internet mal scheiße ist. Man geht ja schon davon aus, dass man einfach nicht permanent so eine gute Leitung hat, wie man das jetzt vielleicht zu Hause in Deutschland hat. Ne? Ja. Aber da greift man dann auch viel, viel eher dazu, eben die Aufgaben zu machen, die gerade kein Internet benötigen, als in Deutschland, wo man dann stattdessen eine halbe Stunde ständig den Browser wieder aktualisiert und sich einfach nur abfuckt, dass das Internet nicht läuft. Ja, ne? Ja, das hat der Noel, glaube ich, auch auf dem Talk bei der Global gesagt. So, es gibt nichts schlimmer, also es gibt nur eine Sache, die ist noch schlimmer als kein Internet, das ist langsames Internet. So. Was sich immer so ein bisschen anteast, wo du denkst, wow, scheiße, ey, dann okay, mache ich vielleicht nur 3 Seiten gleichzeitig im Browser auf, anstatt 5 und dann. Nee. Ja, wir waren ja, auf Bali waren wir in einer wirklich wunderschönen Villa, aber die war mitten in den Reisfeldern gelegen und ich schätze mal, wenn man da jetzt ganz alleine gesessen hätte, dann hätte das auch ausgereicht, ne? Aber alles, was ein bisschen mehr Datenvolumen gebraucht hat, also jedes Mal, wenn jemand irgendwie auf die Idee gekommen ist, was zu streamen oder so, gab es dann erstmal Kasala und zum Skypen mussten wir uns genau absprechen, ne? Aber wir hatten halt alle trotzdem super günstig Internet übers Handy und das hat dann als Hotspot auch besser funktioniert als das lokale Internet jetzt über den normalen Router und man arrangiert sich einfach, ne? Also irgendwie kriegt man das dann doch alles auf die Kette und selbst wenn man jetzt vielleicht denkt, dass man dadurch total ausgebremst wird bei der Arbeit, ist das irgendwie letzten Endes gar nicht der Fall gewesen. Ja, und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man die Dinge einfach leichter wegsteckt oder dann easier, einfacher nimmt und sagt, dann ist das jetzt eben so, aber dann kann ich jetzt kurz in Bali in die Reisfelder spazieren gehen oder mal ein bisschen konzeptionell was tun oder ich, keine Ahnung, gehe mal eine Runde zum Sport draußen. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Es ist auch so, dass bei einer Workation, was ich ziemlich cool finde an diesem Konzept Workation, ist einfach, dass auch wenn man als Anfänger vielleicht denkt, dass nur gewisse Berufe oder am Anfang Freelancing oder diese typischen Klischee-Lebensmodelle, um digitaler Nomade zu werden, eigentlich gar nicht so weit verbreitet sind und dass man dann, wenn man mit 10 Leuten zum Beispiel in so einer Villa sitzt, erstmal merkt, dass fast jeder von denen was komplett anderes macht, ne? Und dass man dann eben auch so Einsichten bekommt in ganz, ganz andere digitale Arbeitsfelder und jeder davon auch so ein bisschen profitiert. Ne? Also wir haben das halt so gemacht, dass je nach Interesse und je nachdem, ob jemand auch selber bereit war, so eine Art kleinen Workshop für die anderen Teilnehmer zu geben, dass dann jeder von seinem Wissen einfach ein bisschen preisgegeben hat und jeder halt aufgrund dessen ein bisschen profitiert und für sich selber was mitgenommen hat. Und das finde ich eben super spannend an diesem Workation-Modell auch. Ja, das ist cool. Das ist fast wie so ein das gesammelte Wissen an einem Ort zu vereinen und dann kann jeder davon profitieren.
Und genauso wie du es gesagt hast, lief es bei uns den X-Camp auf Lissabon auch. Da hatten wir dann eine Social-Media-Expertin wie die Anja dabei, die spontan dann Breakout-Session oder einen Workshop gegeben hat. Und am nächsten Tag hat jemand was über Copywriting erzählt. Und der Dritte hat dann das Logo für den Fünften gebaut. Und der Sechste wollte ein bisschen Input von mir, zum wie man einen Podcast startet. Also es ist irgendwie nochmal eine ganz andere Ebene. Klar gibt es das auch online, dass man sich so aushilft. Aber wenn man dann doch face-to-face oder nebeneinander am Rechner sitzen kann, dann gehen die Dinge irgendwie noch schneller und noch einfacher. Und das ist echt cool an diesen ganzen Retreat-Geschichten. Auf jeden Fall. Insbesondere, wenn man dann mehrere Wochen am Start ist, da entwickeln sich auch echt total schnell echte Freundschaften heraus. Ne? Also als ich jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen dann auf der DNX den Workshop hatte, die Zeit, die ich in Berlin war, habe ich bei Leuten gewohnt, die ich auf Bali kennengelernt habe. Ne? Ja. Und das ist echt ziemlich geil, also dieser ganze Networking-Aspekt auch. Ja, absolut. Was für ein Thema hatte dein Workshop auf der DNX? Mein DNX-Workshop hatte den Obertitel Freiheitsbusiness Amazon FBA. So rum war es, ja. Genau, vielleicht erklärst du mal, was heißt FBA und wie kannst du auf Amazon Business machen? Ja, also mein Hauptbusiness, ich habe ein paar mehrere kleinere Standbeine, aber mein Hauptbusiness ist eigentlich das Verkaufen von physischen Gütern auf Amazon. Und Amazon macht einem das auch in Verbindung mit einem ortsunabhängigen Leben sehr einfach durch deren sogenanntes FBA-Programm. FBA steht dabei für Fulfillment by Amazon. Okay. Und wie das Wort Fulfillment ja schon vermuten lässt, kümmern die sich um all den Kram, den man selber nicht machen möchte. Und man braucht ja beim Online-Handel echt allerlei normalerweise. Ne? Mhm. Also so klassischer Online-Handel, brauchst ein Lager, brauchst eine Büroausstattung und muss den ganzen Kram zur Post bringen oder brauchst zumindest einen Lieferanten, der das für dich alles macht. Mhm. Und das sind ja wahnsinnige Kosten, die da normalerweise entstehen würden. Ja, absolut. Und all diese unangenehmen Sachen, die nimmt Amazon einem dadurch ab, dass sie natürlich eine ziemlich krasse Infrastruktur haben. Die haben ja selber in Deutschland 9 Logistikzentren, die alle riesengroß sind und haben natürlich auch die beste Logistik, die du dir vorstellen kannst, also neben natürlich DHL etc., aber dadurch kannst du halt direkt deine Waren vom Hersteller aus Asien oder eben auch selber von zu Hause, wenn du nicht ortsunabhängig bist, die Sachen direkt zu Amazon ins Logistikzentrum schicken. Mhm. Dort werden die dann halt eingescannt, also jede Einheit muss mit einem Label versehen werden, damit die Leute auch wissen, hey, das sind jetzt die Klamotten von Basti. Ja. Und ab dann werden die halt auf der Plattform, also auf Amazon, auf dem Marktplatz, ganz normal angezeigt. Und wenn die dann gekauft werden, geht jemand ins Lager, holt das aus dem Regal, packt das ein, verschickt das und das geht physisch überhaupt gar nicht mehr durch meine eigenen Hände. Das ist ja richtig cool. Du sagst gerade aus China, da kann man beispielsweise dann auf Plattformen wie Alibaba gehen, was sowas wie eBay für B2B ist, ne? Ja, es ist halt das größte Händlerverzeichnis weltweit. Ist zwar eine chinesische Plattform, aber dennoch gibt es da eben auch weltweite Händler. Also man findet auch Anbieter aus Europa oder aus Afrika und anderen Kontinenten. Es gibt da auch noch eine andere Plattform, die ich gerne nutze, die heißt globalsources.com. Mhm. Ist nicht ganz so groß wie Alibaba, aber trotzdem auch nochmal interessant so als Kontrastprogramm. Die haben halt ein paar andere Angebote und so. Und Alibaba selbst ist halt echt die größte Handelsplattform der Welt. Ne? Die machen 3-mal so viel Umsatz im Jahr wie Amazon. Das ist schon echt richtig krass. Das ist eine Hausnummer. Und wie machst du das? Wie schützt du dich da vor irgendwelchen Fake-Anbietern? Da hätte ich, glaube ich, wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung davon hätte, erstmal ein bisschen Respekt, dass ich sage, okay, ich bin da mit einem Chinesen in Kontakt oder weltweit mit irgendjemandem, habe den noch nie gesehen, der will mir irgendwas anbieten für ein paar tausend Dollar, ich soll irgendwie direkt 3.000 oder 5.000 T-Shirts oder Einheiten kaufen und komme nicht weiter. Wie kann man sich da schützen oder was sind so deine ersten Steps? Das Ding bei Alibaba ist natürlich, dass man schon daran gebunden ist, mehrere Stückzahlen zu nehmen. Man hat da neben jedem Artikel, den man dann eben sucht, eine sogenannte MOQ stehen. Das steht für Minimum Order Quantity und diese Mindestabnahmemengen, die sind aber in der Regel erstens sowieso verhandelbar. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Verkäufer nicht davon abgewichen ist. Meistens sind das Wunschnummern. Ja. Und in der Regel, um sicher zu gehen, ich kontaktiere, also es gibt auf Alibaba selber erstmal einige Filter, die man aktivieren kann, die so die Scams quasi auch schon ein bisschen aussortieren. Zum Beispiel sind das die Gold Supplier und um so einen Gold Supplier Status zu bekommen, musst du schon auch richtig Geld auf den Tisch legen, damit du da eben auch über längere Zeit
ja, als Gold Supplier gelistet wirst, ne, dass du diesen Status hast, der eben Aushängeschild ist. Und du siehst dann bei diesem Gold Supplier Logo, das dann an den jeweiligen Händlerseiten so angeheftet ist, siehst du auch immer, wie lange die schon Gold Supplier sind. Mhm. Und wenn die jetzt die Leute über den Tisch ziehen würden, dann könnten die nicht 3, 4 oder manchmal sogar bis zu 15 Jahre, so lange, wie es die Plattform gibt. Da sind auch schon Leute dabei, die so lange Gold Supplier sind. Die könnten nicht Gold Supplier werden, wenn die Leute über den Tisch ziehen würden. Also das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und da gibt es eben noch verschiedene Filter. Zum Beispiel wird da auch kontrolliert. Also da gehen Leute von Alibaba teilweise die Fabriken einzeln ab und gucken, ob diese Fabrik auch wirklich besteht, und die checken halt deren Lizenzen und all sowas. Also da gibt es schon einiges, was einem da ein bisschen die Angst nehmen kann. Und grundsätzlich ist es auch wahnsinnig wichtig, bevor man jetzt, weiß ich nicht, 1000 Stück von irgendwas bestellt und da Unsummen überweist, einfach auf irgendein Bankkonto, ich lasse mir vorab immer ein Sample zuschicken. Das dient zum einen dazu, zu wissen, okay, haben die Leute überhaupt die Ware, die angeben zu haben? Mhm. Und natürlich auch einen Qualitätstest. Ne? Ich lasse mir dann in der Regel für jedes Produkt, schreibe ich so ungefähr 5 bis 10 Händler an, lasse mir von denen jeweils ein Sample zukommen, und dann entscheide ich halt anhand des Samples, bei wem ich ein bisschen mehr, also bei wem ich plane, mit denen ein Geschäft einzugehen. Dann kommen noch so ein paar Verhandlungen dazu, was für Möglichkeiten die haben, das dann zu labeln mit meinem eigenen Logo und sowas. Und dann entscheide ich auch erst, wem ich den Zuschlag gebe. Spannend. Das heißt, die Proben, werden die kostenlos rausgeschickt von den Händlern? Oder muss man was zahlen für die Samples? Das ist ein bisschen doof. Man muss für die Samples halt ein bisschen mehr bezahlen. Die sind höher angesetzt preislich, zum einen, weil die halt per Express verschickt werden, damit, wenn es zu einer Folgebestellung kommt, zu einer größeren, damit es auch möglichst schnell über die Bühne geht. Ja. Und der andere Faktor ist, dass es wahnsinnig viele schwarze Schafe aus Kundensicht gibt, die dann sagen, hey, ich gehe einfach auf Alibaba statt auf irgendeine andere Seite und kaufe mir für einen Privatbedarf günstig meinen Kram und bestelle mir dann einfach ein Sample unter der Vorgabe, dass ich hinterher eine Großbestellung tätige. Okay. Und da sind natürlich mittlerweile auch viele Händler hintergestiegen und deshalb wollen die so die Spreu vom Weizen trennen und setzen den Sample-Preis extra hoch an, sodass man dann vielleicht für ein Sample, das hinterher pro Stückeinheit vielleicht, weiß ich nicht, $8 kostet, dass man dann vielleicht mal $80 zahlt. Ne? Wow. Aber der Preis ist dann halt auch in der Regel anrechenbar auf die Folgebestellung. Ah, okay. Ja, also insofern, wenn man jetzt nicht 20 Samples oder so von verschiedenen Leuten bestellt, dann das wäre natürlich schon scheiß teuer. Mhm. Dann ist das eigentlich keine große Nummer. Okay, dann hast du gerade erwähnt, bei manchen Herstellern kannst du es dann direkt labeln lassen, private labeln lassen. Genau, was ich einkaufe, sind sogenannte White Label Produkte. Also Produkte, die es so in der Rohform schon gibt. Das ist eigentlich, wenn du dich jetzt umguckst, da wo du gerade sitzt, wirst du wahrscheinlich mindestens 10 Sachen sehen, die nicht mit irgendeiner bestimmten Marke assoziiert werden, die theoretisch von irgendeiner freien Marke sein könnten. Du könntest jetzt sagen, okay, ich verkaufe jetzt Tische, ne? Und dann ist das eben der Lifehacks-Tisch zum Beispiel. Ne? Ja, oder ich habe hier so einen Geldbeutel vom Hongkong Night Market. Ja, ne? Also theoretisch alles, was es so in der Rohform schon gibt, kannst du natürlich labeln lassen mit einem eigenen Logo. Zum einen hat das natürlich den Vorteil, dass du dann kein Geld in der Entwicklung für ein neues Produkt, für irgendeine revolutionäre Idee oder sowas stecken musst, weil du dir eben nur quasi schon fertige Produkte zunutze machst. Und du kannst dann eben trotzdem das Ganze unter einer eigenen Marke verkaufen, weil da jetzt kein vorherrschendes Patent oder so drauf ist. Ja, ne? Dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, Office-Flucht Proteinshaker machen oder sowas, ne? Ja. Dann schicke ich dem Händler mein Logo per E-Mail zu, ne? Ja. Und beziehungsweise frage den erstmal, was der für ein Format braucht und was es denn für Möglichkeiten gibt, denn es gibt auch verschiedene Branding-Möglichkeiten. Das kann ein Silkscreen sein, so der Druck, oder das kann jetzt bei Textilien zum Beispiel, sind das dann vielleicht Schilder, die drauf nähen und sowas, je nach Produkt. Krass, also das kann richtig professionell aussehen, auch hinten dann die Schilder oben im Nacken. Also, ja, absolut. Also die Sachen, die ich jetzt verkaufe, die könnten genauso gut in jedem x-beliebigen Laden hängen. Also das ist schon alles, ich meine, die meisten Sachen, die wir in Deutschland im Alltag nutzen, die kommen ja auch bestimmt zu 90% trotzdem irgendwo aus Asien. Ne? Nur weil die jetzt qualitativ verpackt sind, achso, das ist sowieso ein Aspekt, auf den ich jetzt gleich nochmal eingehen möchte. Ja, gerne. Die Produkte selber, die sind oft
Die werden oft nicht so wertig wahrgenommen, wenn die zum Beispiel schlechter verpackt sind. Und kaum hast du eine ziemlich stylisch designte Verpackung, ja, denken die Leute direkt, hey, das ist ein Premium-Produkt, obwohl das eigentlich das gleiche Ding in grün ist. Ne? Das ist auch nochmal so ein Faktor. Also wenn man sich bei Amazon von der Konkurrenz abheben möchte, können wir gleich auch nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, dann brauchst du eigentlich, du musst das Ganze einfach nur ein bisschen schöner verpacken. Das heißt, echt bei Alibaba bei Alibaba bestellst du dann nur das nackte Produkt ohne Verpackung? Oder musst du das unter Umständen nochmal unboxen und dann neu verpacken? Nee, es ist eigentlich mehr so, dass, es geht jetzt nicht nur um die Verpackung, sondern auch um das gesamte Erscheinungsbild. Ich würde jetzt zum Beispiel meine Produkte, die bekommen halt immer ein schönes Label, also in meinem Ermessen zumindest schönes Label. Ich lasse dann die Logos von einem Designer, mit dem ich arbeite, gestalten, den ich auf Upwork gefunden habe, der sehr, sehr gut arbeitet, und die Datei schicke ich dann halt, wie gesagt, den Asiaten, die labeln das Produkt, und in der Regel, da die Produkte ja auch für den Verkauf im Einzelhandel eigentlich auch herstellen, bieten die meistens in-house auch trotzdem Verpackungsherstellung an. Mhm. Verpackungsherstellung, also der Druck, der geht meistens allerdings erst ab einer Stückzahl von 1000 Stück. Wenn ich jetzt aber ein Produkt herstellen lassen möchte, aber nicht direkt mit 1000 Stück starten möchte, sondern vielleicht nur mit 100 oder mit 200, dann hat man die Möglichkeit, diese 1000 Verpackungen zwar von denen drucken zu lassen, ich lasse auch das Verpackungsdesign, lasse ich auch von meinem Designer, meinem persönlichen Designer machen, weil die Asiaten da meiner Meinung nach einfach nicht so das ästhetische Auge haben. Kann man zwar nicht so pauschal sagen, aber oft ist die Verpackung einfach nicht schön. Ja, und dann lasse ich das Design für die Verpackung eben auch dem Hersteller zukommen. Der druckt dann zwar 1000 Verpackungen, aber ich kaufe ja generell, auch wenn es nur 100 oder 200 Stück sind, nur Sachen ein, von denen ich glaube, dass ich auf lange Sicht auch weiter von dem Händler beziehe. Und der hält dann einfach die Verpackungen zurück auf Lager. Und wenn dann die nächsten 200 oder vielleicht schon nächsten Mal 400 Stück bestellt werden, dann nimmt er einfach die Verpackung, die ich im Vorfeld schon bezahlt habe. Die Verpackung, die ist auch in der Regel nicht so teuer. Da zahle ich für 1000 Pappverpackungen, die nach meinem Design bedruckt sind, ungefähr 130 Dollar. Okay, ist überschaubar. Ja. Ist auf jeden Fall viel, viel billiger, als wenn ich das jetzt in Deutschland drucken lassen würde, zumal das natürlich auch ein zusätzlicher Arbeitsschritt wäre, das dann hier selber umzuboxen. Ne? Das heißt, wie verwaltest du dann deine ganzen Bestände bei den einzelnen Alibaba-Händlern und was noch bei Amazon liegt, und stellt Amazon das irgendwie in Rechnung, wenn du da irgendwie 10.000 Sachen hinbestellst und es kauft doch keiner was und es liegt dann die ganze Zeit in irgendeinem Fulfillment-Center bei Amazon rum? Also ich habe eigentlich nur eine ganz normale Excel-Datei, bei der ich selber den Überblick habe, was die Alibaba-Händler anbelangt, bei wem ich noch wie viel Verpackungen zum Beispiel liegen habe. Mhm. Aber wenn du jetzt bei Amazon etwas verkaufst, wenn ich jetzt zum Beispiel 300 Einheiten von Bratthermometern oder was weiß ich was zu Amazon schicken würde, dann sieht man das im eigenen Seller-Backend. Also okay, da gibt es eine Verkäuferplattform, die heißt Seller Central. Und da sehe ich dann stets meinen Lagerbestand. Ich kann mir sogar so Erinnerungen per E-Mail einstellen, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, der und der Artikel hat die und die Lead-Time, also Lead-Time ist die Dauer, die ein Artikel braucht, um hergestellt zu werden, mit meinem Logo jetzt dann zum Beispiel, ne? Das muss dann ja schon wieder individuell gemacht werden, dann kann ich mir Erinnerungen in meinem Seller Central Backend einstellen, dass ich zum Beispiel 2 Wochen bevor, beziehungsweise wenn ich jetzt noch 30 Stück auf Lager habe oder 100 Stück, je nachdem, wie schnell sich der Artikel im Schnitt verkauft, dass ich dann eine Erinnerung bekomme, so, ich muss jetzt den Lagerbestand wieder aufstocken. Krass, ja. Ja. Smartes System. Auf jeden Fall. Mega spannend, die Welt. Und man trifft immer mehr von diesen Amazon-Sellern. Ich glaube, in Deutschland ist noch recht überschaubar. International kommt es mir gerade so vor, wenn ich in Coworking Spaces unterwegs bin, ist da gerade jeder Zweite irgendwie involviert. Jetzt gerade auch eben, als ich mir Wasser geholt habe am Spender, ist, glaube ich, ein Pole, ein Deutscher und ein Ami, die zusammen auch Private Label irgendwas auf Amazon da machen. Und da muss ich direkt an dich denken. Und ja, an unser Interview. In Amerika ist das halt echt krass, ne? Da ist der Markt echt aktuell richtig am Brummen. Und deshalb verkaufe ich auch lieber in Deutschland. Zum einen ist es natürlich ein bisschen einfacher und es ist einfach nicht so extrem competitive. Also der deutsche Markt hat einfach noch viel, viel mehr Potenzial, weil das ist ja wie mit allen Sachen. In Deutschland hängt einfach Amerika immer so 2-3 Jahre hinterher, sag ich mal. Mhm. Und
das ist einfach eine super Möglichkeit, zum einen vom amerikanischen Markt zu lernen, aber sich da eben auch die Inspiration zu holen für zum Beispiel neue Produkte. Ich verkaufe aktuell zum Beispiel ein Produkt, das es in Deutschland so noch gar nicht gab. Also es ist eine Variation eines ganz normalen Produkts, das es auf Amazon gibt. Aber ich habe es halt in Amerika gesehen, dass es da voll der Topseller geworden ist. Und ja, das läuft jetzt super gut an. Cool. Und wenn du jetzt, wie auch immer, durch deine Recherchen, da gibt es wahrscheinlich bestimmte Indikatoren, woran du siehst, das könnte erfolgreich sein. Was könnte zum Beispiel so ein Indikator sein, dass es noch nicht so viel Bewertungen gibt oder das Produkt schon gibt oder in Scheiße gibt, also, und du willst das in cool machen? Ja, also cool machen ist sowieso schon mal ein guter Ansatz. Aber ich finde, also mein Ansatz, den ich hauptsächlich verfolge, ist, zunächst suche ich natürlich Produkte nach gewissen Kriterien aus. Ne? Es sollte nicht saisonal sein, es sollte nichts Elektronisches sein, weil bei Elektronik hat man eine längere Gewährleistung und da kann man einfach davon ausgehen, wenn ich irgendwie 1000 Stück von irgendeinem elektronischen Gerät bestelle, dann wird eins davon mindestens nicht funktionieren. Das ist einfach, weiß nicht, Murphy's Law oder so, das ist einfach bei Elektronik der Fall. Dann sollte es nichts Komplexes sein, nichts, das auf dem Weg leicht kaputt gehen kann. Und da habe ich halt so eine gewisse Liste an Kriterien, die ich auch auf meinem Blog in der Amazon-Serie, Artikelserie, die ich geschrieben habe, mal ein bisschen erläutert habe. Wie ist die URL von deinem Blog? officeflucht.de. Genau, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja, und mein Ansatz ist dann, wenn ich mir die Competition angucke, also in der Regel findet man ja trotzdem fast jedes Produkt auf Amazon Deutschland. Vielleicht nicht in so vielen Variationen wie auf dem amerikanischen Markt, aber man findet einfach hauptsächlich Produkte von Leuten, die so schon seit Jahren Onlinehandel betreiben, eigentlich über ihre eigene Plattform und Amazon nur als zusätzlichen Verkaufskanal nutzen. Mhm. Und deshalb haben die sich nie wirklich damit auseinandergesetzt, wie man Amazon gut umsetzt. Mhm. Und da ist mein Ansatz einfach der, zu schauen, was kann ich da besser machen? Und du hast da so viele Indikatoren, die es einem leicht machen, ein Produktlisting zu verbessern, zum Beispiel positive und negative Reviews. Weil was hat zum Beispiel den vorigen Kunden nicht gefallen? Warum haben die eine negative Review hinterlassen? War es einfach nur ein Mangel an Informationen, dass die Produktbeschreibung nicht ausreichend war und die irgendwas bekommen haben, von dem die nicht dachten, dass es so sein würde? Oder was steht da sonst noch alles drin? Oder auch diese Fragensektion. Du hast auch vor den Bewertungen in jedem Produktlisting bei Amazon, wenn da Fragen gestellt worden sind, die unklar waren, dann hast du da die Fragen und die Antworten, den Dialog halt zwischen Käufer und Verkäufer. Und ich suche mir dann halt all die Informationen zusammen und packe die einfach direkt in mein eigenes Listing, so damit da möglichst wenig Rückfragen überhaupt entstehen. Das ist zum einen natürlich super für den Kunden, weil du ein viel informativeres Listing hast. Und das nimmt dir hinterher im Umkehrschluss auch viel mehr Arbeit ab in Sachen Kundensupport oder so, den du sonst leisten müsstest, weil du ja mit jedem dann einzeln schreiben würdest. Ne? Mhm. Und das Ganze lässt sich dann eben auch noch ausweiten auf den Titel, dass du den Titel schön mit ein paar entsprechenden Keywords versiehst, dass du tolle Fotos einstellst, weil Fotos sind einfach mega wichtig im Onlinehandel, weil wenn die Leute nicht in den Laden gehen, um sich das live anzugucken, dann sollten die Fotos halt so real wie möglich sein. Ne? Die müssen eine gewisse Größe haben, damit die mit dem Mouseover zoombar sind und all sowas. Mhm. Und das machen unglaublich viele Verkäufer auf Amazon mega schlecht. Und dann natürlich der Hauptfaktor zum Differenzieren von der Konkurrenz ist zum Beispiel auch der Prime-Versand, weil viele Leute, wie gesagt, die jetzt schon lange Onlinehandel betreiben und ihr eigenes Lager haben, die haben sich mit dem FBA-Programm zum Beispiel gar nicht auseinandergesetzt. Viele Leute denken, erstens muss das ja mega teuer sein, ne, wenn die einem all die Arbeit abnehmen. Erstens ist es das nicht, aber die Leute haben dadurch, dass sie das selber verschicken, kein Schildchen hier neben ihrem Produkt, dass es per Prime verschickt wird. Ne? Weil wenn die Sachen von mir direkt zu Amazon geschickt werden und direkt auf dem Lager liegen, dann kann Amazon ja auch garantieren, weil die das halt direkt aus dem Regal nehmen können, dass die Sachen morgen vor der Tür liegen. Und das ist den Kunden einfach immer, immer wichtiger. Die zahlen gern 2-3 Euro mehr, wenn die wissen, das liegt morgen vor meiner Tür. Absolut. Und das ist eben der Fall. Ich filter auch immer nur nach Prime. Ja, siehst du? Ja. Das geht eben nur für Sachen, die da vor Lager, die da auf Lager liegen. Und das ist dann bei mir halt eben der Fall. Ja, echt krass. Und dieses Prime ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, welche Zahlen, 10er oder 20, 30 Euro pro Jahr. Und ich meine, wenn man viel bei Amazon bestellt, lohnt sich das so sehr, weil du hast es halt direkt am nächsten Tag vor der Tür. Ja, ich glaube, es ist ein Fuffi im Jahr, aber dennoch. Ne? Also 10 Sachen bestelle ich bestimmt im Jahr bei Amazon locker. Ja. Und da ist das Geld ja schon wieder raus. Ne?
Absolut. Und ich glaube, du kannst sogar irgendwie mit deinem Haushalt sharen. Irgendwie ist Feli da noch mit drin. Ich glaube, sogar mein Bruder oder meine Mutter, obwohl die über, ganz woanders wohnen. Und die ja, genau. Das, ja, das stimmt auch. Ja, hast du recht. So hast du das echt mega, mega schnell raus. Du sagtest gerade, unter Umständen muss man auch Kundensupport machen. Also der bleibt dann nach wie vor bei dir liegen oder kann man das auch noch outsourcen? Also es kommen nur Fragen spezifisch zu dem Produkt bei dir an. Also die Leute haben schon die Möglichkeit, die Käufer haben schon die Möglichkeit, dir per Mail eine Frage zu stellen. Mhm. Aber alles, was mit Reklamationen und Rückfragen zur Sendung selber, zum Sendungsstatus und all sowas zu tun hat, das läuft alles über Amazon. Da musst du rein gar nichts machen. Mhm. Und ich habe bisher, ich glaube wirklich, ich mache das jetzt seit 7 Monaten intensiv und ich glaube, ich kann an 2 Händen maximal abzählen, wie oft mich ein Kunde angeschrieben hat. Mhm. Und wie ist das, wenn du jetzt ein neues Produkt ausfindig gemacht hast und sagst, okay, cool, hier anhand meiner Checkliste, das könnte passen, ich gebe dem mal, give it a shoot, ich versuch's jetzt mal. Hast du dann ein bestimmtes Budget, um das Risiko erstmal zu deckeln und sagst, okay, ich gehe da jetzt mal mit $200-$300 rein oder $500 und dann gucke ich, wie ich das abverkaufe und kaufe unter Umständen dann nach. Muss man dann direkt überlegen, kriege ich bessere Preise, wenn ich mehr auf einmal hole? Kann man das also irgendwie so ein bisschen eingrenzen? Man bekommt natürlich immer bessere Preise, wenn man mehr nimmt. Ich jongliere jetzt natürlich auch mit anderen Preisen als zu dem Zeitpunkt, wo ich noch angefangen habe, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass man jetzt ganz frisch sich für das Thema interessiert und anfangen möchte. Also zunächst einmal braucht man natürlich ein bisschen Geld, um sich die Samples zukommen zu lassen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so ein Sample, weiß ich nicht, $60 bis $80 kostet und man 5 davon bestellt, dann sind das ja quasi schon 450 €, Pi mal Daumen. Ja. Das Ding ist, man kann durchaus mit €500 starten, wenn man jetzt darauf verzichten würde, vorab viele teure Samples zu bestellen. Denn es gibt ja verschiedenste Produktgruppen. Manche von denen, also man kann auf jeden Fall bei Amazon Sachen für $15 verkaufen, für €15 verkaufen, die im Einkaufspreis vielleicht knapp $1 kosten. Also es gibt da, auf Alibaba gibt es über 400 Millionen verschiedene Produkte. Und das ist einfach krank. Man kann sich auf Alibaba so dermaßen verlieren. Also wenn ich auf Produktsuche bin, manchmal lasse ich mich da auch einfach nur fallen und stöber mich durch die bescheuertsten Kategorien, einfach nur, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Krass. Und wenn man dann meint, ein Produkt gefunden zu haben, eben nach diesen gewissen Kriterien ausgewählt, kann man natürlich je nach Produktgruppe auch mit einem kleinen Budget starten. Ich persönlich finde, dass man so ungefähr mit 1.000 bis 1.500 € starten sollte, damit man auch direkt einige Units zum Verschenken hat. Denn verschenken sollte man am Anfang einige Units im Gegenzug für positive Produktbewertungen. Okay. Denn in Deutschland ist es halt so, dass, also ich weiß ja nicht, wie oft du schon was positiv bei Amazon bewertet hast. In der Regel, wenn man seine Sachen auspackt und man ist zufrieden, ja, dann freut man sich halt, ne? Aber dann gehen die wenigsten Leute zurück auf Amazon und schreiben eine positive Review. Das ist irgendwie überall. In Deutschland so, dass man dann... Ja, also nicht nur auf Amazon. Das ist nicht ganz so schlimm. Ah, ja, okay. Genau. Mhm. Aber in Deutschland, da gehst du dann eher zurück und bewertest, wenn du mit irgendwas nicht zufrieden bist. Klar. Ja? Und deshalb kann man sich in Deutschland von der Konkurrenz super gut abheben, indem man positive Reviews sammelt. Und das kann man dann eben dadurch machen, dass man sagt, okay, ich generiere hier in meinem Seller-Backend so einen Rabattcode. Ne? Müssen keine 100% sein, aber zum Beispiel ein Rabatt dafür, dass man Leuten dann anbietet, das Produkt zu testen, in Anführungszeichen, und erwartet dann halt dafür im Gegenzug eine tolle, ausführliche Review. Und dafür gibt es bei Facebook zum Beispiel verschiedenste Gruppen, so Amazon-Produkttester-Gruppen, in denen auch Kunden unterwegs sind, einfach nur mit dem Ziel, eben gratis regelmäßig irgendwelche Produkte abzugreifen. Ne? Mm. Und das ist so eine Win-Win-Situation eben für beide Seiten eigentlich. Ne? Ja. Und mein Ansatz ist zum Beispiel, also ich verkaufe sowohl im Küchendepartment als auch in der Haustiernische. Und je nachdem, was ich gerade für ein Produkt bewerbe, gehe ich dann zum Beispiel, jetzt mal fürs Beispiel Haustier, ein Hundeartikel, den ich letzte Woche gelauncht habe, zum Beispiel. Es gibt ja online, nicht nur bei Facebook, haufenweise Hundeliebhaberforen und all sowas, ne, oder Hundebesitzerforen. Und wenn man da jetzt eben so einen Post schaltet, hey, ich habe hier ein neues Produkt am Start und hat nicht jemand Bock, ich suche irgendwie 20 Leute oder 40 Leute, je nachdem, wie teuer das Produkt ist, daran entscheidet sich dann, wie viele ich davon am Anfang auch weggebe. Da kommen die Leute natürlich
angerannt in Scharen und man hat gar nicht so viel, wie man weggeben wollen würde. Also dieses Review-Sammeln, das ist mega simpel und das ist echt noch so ein Knackpunkt, mit dem man sich da super von der Konkurrenz abheben kann und sehr, sehr schnell auch mal auf der allerersten Seite landen kann. Ne? Krass. Also das ist echt eine ziemlich coole Sache. Super geiler Hack. Danke fürs Teilen hier auf dem Podcast. Klar, Mann. War mir jetzt auch noch nicht so bewusst. Und, im besten Fall wählst du dann noch einen Produkttester aus, der unter Umständen noch ein Video davon macht, oder? Also Bilder auf jeden Fall. Video muss es jetzt nicht sein. Ich möchte den Leuten das jetzt auch nicht unglaublich schwer machen. Also da denke ich dann lieber drüber nach, ob ich selber einfach mal ein Video drehe für mein Produktlisting, dass ich dann zusätzlich zu den Bildern schalte. Okay. Sind das dann die Leute, manchmal liest man in den Rezensionen unten, das ist ein Produkttester oder dieses Review kommt von einem Produkttester. Also das schaltet Amazon dann automatisch, sobald du irgendeinen Rabatt dahinterlegst? Nee, die Bewerter, die sollen das eigentlich von sich aus dazu schreiben. Ich animiere die Leute nicht gezielt dazu, das noch dazu zu schreiben. ist aber schon eigentlich von Amazon gewollt. Und dann hauen die dann das Label da drauf und diesen Vermerk? Nee, Amazon macht das selber gar nicht. Es gibt aber so ein, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, vielleicht haben sie es nicht mehr. Es gab mal so eine kleine Amazon-Produkttestgruppe, direkt von Amazon, glaube ich. Darum habe ich mich gerade gewundert, ob die jetzt wirklich direkt von Amazon waren. Aber vielleicht haben die es auch wieder eingestellt. Oder wir recherchieren dann nochmal. Amazon selber macht das, glaube ich, nicht. Also die Leute nehmen dann für ihre Facebook-Gruppen und so, nehmen die natürlich ein Amazon-Logo und so als Titelbild. Aber Amazon selber bewirbt das so nicht. Also man kann halt verschiedene Rabattcodes dann eben generieren und Amazon würde jetzt nicht direkt schnallen, dass die Leute das zum Beispiel von mir über irgendeine Facebook-Gruppe oder sowas bekommen haben. Im Endeffekt, wenn du einen Rabattcode gibst, es könnte ja genauso gut sein, dass ein Artikel beschädigt bei einem Kunden angekommen ist, der schreibt dich an und dann sagst du dem, okay, hör mal zu, ich kann dir einen Rabattcode gewähren, sondern kriegst den gleichen Artikel nochmal rabattiert. Ne? Ja. Insofern wäre das dann ja jetzt nicht allein aufgrund des Rabattcodes geschehen, sondern durch einen ursprünglichen Kauf. Nee, da macht das schon wieder keinen Sinn, was ich ja gerade überlegt habe. Aber was es gibt, ist dieses verifizierter Käufer, ne? Ja, genau. Also verifizierte Käufer-Reviews sind eben die Reviews von Leuten, die es auch wirklich gekauft haben. Da zählen allerdings auch trotzdem die Rabattkäufer mit hinzu. Nur wenn du könntest jedes Produkt theoretisch auf Amazon bewerten. Nur wenn du jetzt den Artikel selber gar nicht gekauft hast, dann wäre es kein verifizierter Käufer, kein verifiziertes Käufer-Review. Du könntest aber auch dahergehen und theoretisch jetzt, das zum Beispiel das Mikro, das du jetzt benutzt für unser Interview, könntest auch auf die Amazon-Seite davon gehen und das Produkt einfach bewerten. Okay, und da ist der Gedanke hinter, es sind vielleicht Leute, die das Produkt haben, aber nicht bei Amazon gekauft haben und trotzdem gerne ein Review hinterlassen wollen. Genau. Okay. Warum auch immer. Und gibt es da nicht dann auch schon so negative SEO oder dass du bei Konkurrenten hingehst und deren Produkte dann runter bewertest oder irgendwelche Clickworker das machen? Nee, also das nimmt auf jeden Fall nicht überhand. Das ist mir persönlich auch zum Glück noch nicht untergekommen. Mhm. Aber wenn ein Review offensichtlich nicht ganz rechtens ist, beziehungsweise nicht mit Grund auf deiner Seite landet, dann kannst du dich auch an den Support wenden und das beanstanden und dann entfernen die sowas auch. Okay, cool. Wie ist das, wenn du jetzt ein neues Produkt dann aufnimmst in deine Produktpalette oder in deinen Amazon Sellers Account und dafür dann neues Branding brauchst, weil du alles ja Private Labels, richtig? Ja. Dahinter steckt aber auch richtig viel Kreativarbeit von was eigentlich Agenturen sonst machen für irgendwelche Unternehmen. Machst du das alles selber? Wie entsteht dann so eine neue Marke oder ein neues Logo? Was ist, also, gibt es da eine Story dahinter? Zu sein, ja? Um ehrlich zu sein, ist es ein total simpler Prozess, weil wenn ich jetzt sage, ich suche zum Beispiel die Nische Haustiere jetzt, nehmen wir das jetzt einfach mal. Ich suche Produkte für die Nische Haustier, weil das ist eine super Nische, die Produkte sind nicht komplex. Die sind nicht massig groß oder schwer, was natürlich auch für den Transport wichtig ist. Man zahlt ja für den Transport dann eben auch aus Asien hier hin und so. Mhm. Deshalb ist Haustier zum Beispiel eine super Nische. Leute geben gerne Geld aus für ihre Haustiere. Und wenn ich jetzt... jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Achso, Logos, genau. Ja, genau. Ja.
dann versuche ich einfach ein relativ neutrales Logo mir auszudenken. Also ich gestalte das nicht selber, aber ich gehe zum Beispiel auf Google und gehe dann in die Bildersuche und gebe einfach sowas Banales wie Pet-Logo ein. Ne? Und dann gucke ich, was so alles auftaucht, was mir gefällt. Dann sammle ich mir so 3 oder 4 verschiedene Designs, die mir gefallen, und dann schicke ich die alle 4 meinem Designer und sage dem immer zu, das gefällt mir an dem gut, das gefällt mir an dem gut, kredenz da mal irgendwie was Schönes zusammen, dann kriege ich ein paar Entwürfe zurück und dann suche ich mir ein fertiges Logo aus. Und um ehrlich zu sein, war es das eigentlich schon. Ich brande einfach nur dieses Private-Label-Produkt und mir geht es gar nicht darum, zumindest am Anfang nicht, eine riesengroße Marke aufzubauen, die jetzt, aus der jetzt wirklich ein Konzern wird, weil ich verkaufe diese Sachen eben nicht auf einer eigenen Website, sondern nur auf Amazon. Und da suchen die Leute in der Regel, wenn es jetzt nicht Kopfhörer oder eine Waschmaschine oder was weiß ich was ist, es sind ja nur Produkte, die einen gewissen Zweck erfüllen. Wenn jetzt jemand nach einer Hundeleine sucht, dann ist ihm das relativ egal, was das für eine Marke ist. Ne? Mhm. Dann geht es viel, viel mehr darum, wenn sich zum Beispiel die Produkte untereinander kaum unterscheiden, dann geht es um die Darstellung des Produktes, ne? Wie ich eben schon gesagt habe, wie das Listing aussieht, wie die Bilder aussehen und vielleicht eben auch, wie das Logo aussieht. Und deshalb ist mir wichtig, dass mein Logo eben cool aussieht und dann checke ich da halt in die Logoentwicklung ein bisschen Geld rein. So teuer ist das eine Logo dann eben auch nicht. Ja. Und es sollte aber halt möglichst neutral sein, weil Haustier eben auch eine große Nische ist. Wenn ich jetzt ein Hundelogo hätte, dann wäre es vielleicht nicht praktisch, wenn ich hinterher Katzenartikel verkaufe oder sowas. Und das Gleiche gilt eben zum Beispiel auch für den Shopnamen, ne? Weil ich verkaufe jetzt, wie gesagt, Haustierartikel und Küchenartikel. Ne? Da kann ich jetzt schlecht irgendeinen Tiernamen für meinen Verkäufernamen nehmen. Du kannst nicht mehrere Shops aufmachen, je nach Kategorie oder Nische? Kannst du theoretisch schon, da musst du allerdings Amazon genau darlegen, weshalb, wieso, weswegen, und das ist dann in deren Händen, ob die das dann bewilligen oder nicht. Habe ich bisher einfach noch gar nicht probiert, vielleicht mache ich es in absehbarer Zeit mal, wenn die Sortimente so enorm wachsen, dass es dann hinterher irgendwie zu komisch aussieht und ich dann 2 verschiedene Nischen verkaufe oder so. Ja. Aber grundsätzlich kann man schon mehrere Shops eröffnen, mit deren Erlaubnis halt nur. Und dann ist es aber auch ein bisschen komplex halt mit dem ganzen Auseinanderhalten der Umsätze für die Steuern und sowas. Ich habe bisher einfach alles unter einem Hut und habe da auch keine Probleme mit bisher. Außerdem wird das Profil an sich ja auch schwächer. Also wenn du alle Reviews jetzt auf dem einen Profil sammelst, ist ja auch fetter. Auf jeden Fall, genau. Und die Bilder, machst du die selber oder hast du die auch outgesourced an jemanden, der das dann professionell aufnimmt? Also es hängt vom Artikel ab. Manchmal haben die Hersteller schon super gute Artikelfotos, weil die promoten es ja auch. Bei Alibaba hast du dann manchmal richtig professionell aussehende Produktfotos und dann fragst du die Leute einfach, hey, ist es in Ordnung, wenn ich die Bilder nutze, könnt ihr mir die vielleicht noch mal in einer höheren Auflösung zukommen lassen? Und das ist meistens der Fall. Und dann nehme ich eben diese Bilder und lasse mir dann auch von meinem Designer wiederum einfach mein Logo so da drauf morphen. Ne? Okay. So dass es dann so aussieht, als ob ich die Fotos selber gemacht hätte. Okay. Andernfalls hatte ich jetzt zum Beispiel letztens ein Produktshooting mit dem Hund von Tim Thiemolls Mutter. Die wohnt nämlich auch in Wuppertal. Ich habe gesehen, dass du einen Hund im Wuppertal suchst, ey. Ich dachte schon, was geht denn da ab? Ja, ich habe ja, wie gesagt, noch einen Wohnsitz in Deutschland und wenn ich dann auch in Deutschland bin, so dann mache ich eben manche Sachen dafür auch selber. Ja. Und gerade bei so emotionalen Fotos, die jetzt eben mit Hunden oder generell jetzt mit Haustieren zu tun haben, ne, da soll das dann eben auch nicht so steril wie jetzt ein reines Produkt, wie eine reine Produktfotografie im Studio aussehen, sondern eben auch mal ein paar schöne, bunte, echte Fotos, ne? Und deshalb habe ich dann zum Beispiel jetzt so ein kleines Produktshooting eben mit besagtem Hund gemacht und dann lasse ich die Bilder eben vernünftig nochmal bearbeiten und sowas. Ne? Ja. Es gibt allerdings auch Anbieter in China, die professionell Produktfotos machen. Da kannst du dann theoretisch innerhalb Chinas eine Einheit deines Produktes diesen Fotografen zukommen lassen. Der macht dann professionelle Fotos davon und schickt die dann hinterher zu. Ne? Das ist auch möglich. Ist zwar auch nicht ganz billig, zwar wesentlich billiger, als wenn du es in Deutschland machen lassen würdest, aber da zahlst du dann halt schon ein bisschen was für deine Fotos. Also ich kenne jemanden, der auch relativ erfolgreich auf Amazon verkauft und der hat diesen Service letztes Mal genutzt und da ging es um einen Hygieneartikel und da hat der Fotograf dann tatsächlich, damit er das schön darstellen konnte, vor einem stylischen Waschbecken und so, da hat er einfach als komplett
innerhalb des Komplettpreises quasi angeboten, dass er in ein Hotel geht, ein Zimmer mietet und dann halt in diesem Zimmer, damit er das Badezimmer nutzen kann, ziemlich geile Fotos an dem Waschbecken machen konnte. Also die lehnen sich ja schon echt aus dem Fenster, um alles Mögliche zu machen, dass der Kunde auch zufrieden ist. Also es gibt da unglaubliche Möglichkeiten und es ist auch wirklich alles ortsunabhängig machbar. Das ist echt das Krasseste daran. Das ist cool. Das nenne ich mal Service-Gedanken. Ne? Das sehen wir hier in Asien auch an jeder Ecke und da merkst du erst wieder, du bist nicht mehr in Deutschland. Richtig cool. Ja. Und richtig geil. Ey, das ist so spannend, Digga, das Thema. Ich glaube, ich könnte Stunden mit dir darüber quatschen. Wir sind jetzt schon fett auf 45 Minuten. Aber zwei, drei Fragen dazu habe ich noch. Ich hoffe, es ist genauso spannend für die Hörer wie für mich. Geht es dir mittlerweile schon so, wenn du dann so, hast ja voll den FBA-Blick schon, fast wie beim FBI, nur FBA auf Amazon dann. Wenn du andere Produkte siehst, erkennst du dann direkt, kannst du das mit Alibaba-Händlern matchen oder denkst, das habe ich doch schon mal gesehen, ey, und das ist auch ein FBA-Seller und kennt man dann irgendwann so seine Pappenheimer? Na klar, ja, auf jeden Fall. Also zum einen kenne ich eben jetzt durch das Verkaufen auf Amazon und durch ein paar Mastermind-Gruppen und so, kenne ich eben auch einige deutsche Seller. Mhm. Und irgendwie muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn man dann sieht, dass innerhalb der deutschen FBA-Szene, sag ich mal, ganz, ganz oft Produkte sich doppeln. Mhm. Ne? Weil dann, obwohl es 400 Millionen Produkte auf Alibaba gibt, den Leuten irgendwie so ein bisschen die Kreativität fehlt. Und das ist eben auch das Problem, dass zum Beispiel auch viele meiner Leser haben. Ich bin zwar der Meinung, dass ich das alles sehr detailliert dargestellt habe, aber trotzdem ist das das, was den meisten Leuten am schwierigsten fällt, ein Produkt zu bestimmen, das funktionieren könnte, ne, um das bei Amazon zu verkaufen. Und die haben halt irgendwie immer diese Panik, dass es vielleicht ein Schuss in den Ofen ist oder so, und dass man dann sein Geld in den Sand setzt. Aber das ist ja einfach in den seltensten Fällen der Fall, weil selbst wenn du dein Produkt jetzt nicht gut vermarktest oder das einfach nicht gut geht, du hast es ja zu einem so günstigen Preis direkt beim Hersteller gekauft, dass der Preis eigentlich unschlagbar ist. Du wirst es, selbst wenn du es dann hinterher zum Selbstkostenpreis bei Amazon verscherbelst, kannst dein Geld eigentlich kaum verlieren, ne? Weil du es eben zum Einkaufspreis immer wieder loswerden kannst. Ja. Und deshalb finde ich, ist es ganz, ganz oft auch einfach mangelnder Mut, es einfach mal zu wagen. Ne? Da denkt man dann über zig verschiedene Tools nach, die man zur Verkaufsoptimierung oder so nutzen könnte. Und es gibt da eben so verschiedene Tracking-Tools, die dann den Umsatz seiner Konkurrenten zum Beispiel ausspucken können und sowas, ne? Ja, hau mal rein, aber das ist, glaube ich, ein absolut deutsches Phänomen, so. Das ist, ja, total. Die trauen sich nicht. Ja, mittlerweile stehen wir auch mehr oder weniger auf der anderen Seite und haben den Mut. Ich kann es aber auch noch nachvollziehen, als ich auch noch so unterwegs war, dass man so, man wird halt so diszipliniert, so durch den ganzen Bildungsweg und die Gesellschaft und was weiß ich, dass man Angst hat und dass man sich dann überversichert und am liebsten noch die Deutschen, wenn du irgendwas online verkaufen willst, brauchen 10.000 Siegel, Money-Back-Garantie und am liebsten würden die, ja, wenn sie Unternehmer sind, nur irgendwas starten, wo sie die 100.000 Millionste Garantie haben, dass das auch funktioniert. Und ja, die gibt es auch bei Amazon nicht. Ja, die gibt es halt bei Amazon nicht. Und ich glaube, die brennendste Frage, die dann alle immer interessiert, ist so, okay, der Basti ist erfolgreich als FBA. Was sind denn jetzt die Produkte? Und die würden es direkt nachbauen. Die würden genau das Gleiche machen wie du, ne? Und das ist so langweilig. Das habe ich ja eben gesagt. Und deshalb, ich bin zwar oft danach gefragt worden, aber deshalb sage ich eben auch jetzt nicht, wie mein Verkäufername ist, weil ich gerade dadurch, dass ich jetzt einen Blog habe, der auch viel gelesen wird, da laufe ich ja besonders Gefahr, dass das passiert, wenn das eben schon in so kleinen Mastermind-Gruppen passiert. Ne? Ja. Und ich gebe auch eben privat Workshops zu der ganzen Thematik und greife auch gerne Leuten unter die Arme und die können mich auch gerne jetzt sowieso an alle Hörer, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Und grundsätzlich versuche ich den Leuten so viel wie möglich mit auf den Weg zu geben, dass sie mit der Zeit auch anfangen zu verstehen, was für Produkte Sinn machen und was für Produkte nicht. Ne? Man hat da zwar gewisse Kriterien, aber manchmal ist es in letzter Instanz auch noch ein bisschen Bauchgefühl, das da eben mitspielt. Mhm. Absolut. Glaube ich auch. Man muss einfach versuchen, sich von der Angst frei zu machen, dass man jetzt all sein Geld in den Sand setzt. Weil, wie gesagt, das ist einfach in der Regel nicht der Fall. Ja, und dazu kommt ja als Unternehmer, ey, wir haben ja auch schon ein paar Projekte gestartet, die einfach nicht funktioniert haben, dann kann man das Risiko ja erstmal minimieren, dadurch, dass man dann nicht Unmengen an Kosten erstmal generiert, sondern vielleicht einen kleinen
Testballon fliegen lässt und zum anderen, selbst wenn es nicht funktioniert, ey, fuck it, das war eine coole Zeit, das war eine coole Erfahrung und du hast wieder ein Learning, was ein anderer vielleicht noch nicht hat und du machst den Fehler nicht genau. Ein zweites Mal. Ja, es gibt da so einen ganz coolen Begriff aus dem Amerikanischen, das nennt sich Fail Forwards, weil im Endeffekt so du scheiterst eben, ne, nach vorne. Ja, absolut. Ja, dass du aus jedem eben ein bisschen was mitnimmst. Ja, und in den Staaten ist es auch so, dass Startup-Founder, die schon 3 oder 4 Startups gegen die Wand gefahren haben, die sind super begehrt bei Geldgebern oder bei Investoren, weil die wissen genau, der hat seine Lektion gelernt, der macht jetzt die ganzen Fehler, die er jetzt schon gemacht hat, macht er nicht nochmal, dafür hat er einen Haufen an Erfahrung, ist bissig, der will wieder, der steht hier schon wieder da und diesmal ist die Idee richtig geil und wir haben uns jetzt getrackt und der kriegt jetzt die Kohle. Ja. Das ist echt so viel geiler. Also ich meine, hier kriegst du dann hinterher nach 2 gescheiterten Existenzen oder so, kriegst du keinen Dispo-Kredit mehr oder so. Ist einfach ein ganz anderes Mindset. Ja, total. Wie viel Commission musst du an Amazon abgeben, wenn die das komplette Fulfillment für dich machen? Also für den Verkauf selbst, unabhängig von dem Fulfillment, zahlt man 15%. Klingt vielleicht viel, aber wenn man jetzt einen ganz eigenen Shop hat und den ganzen Traffic generieren müsste, den man auf Amazon bekommt, kommt man mit 15% lange nicht hin. Und die FBA-Gebühren, die berechnen sich anhand der Größe und Gewicht der jeweiligen Produkte. Und der Durchschnittspreis meiner Produkte pro Monat liegt so bei zwischen 3 bis 6 Cent Lagergebühren im Monat. Also das sind Peanuts. Okay, und dadurch hat er eben vorhin schon mal gefragt, was macht Amazon eigentlich, wenn da so ein Typ ist, der haut denen das ganze Lager voll, aber verkauft nichts davon und dann liegen da 100.000 Einheiten rum. Klar, die lassen sich das natürlich bezahlen dann pro Einheit. Ja, klar, ja. Die lassen sich das bezahlen, aber wenn sich jetzt nicht gut verkauft, dann kannst du dir die Sachen auch jederzeit zurückschicken lassen. Ah, stimmt. Cool. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 500 Einheiten von etwas verkaufe, wo ich glaube, dass ich da ein paar Monate brauche, um die 500 Einheiten zu verkaufen, dann schicke ich eben erstmal nur 200 zu Amazon und den Rest dann zum Beispiel zu mir in den Keller oder so. Okay. Ja. Oder irgendwann mietest du irgendwo was an. Ja, oder so. Also grundsätzlich ist das natürlich bescheuert, wenn man jetzt weiß, dass es ein Artikel, der nicht so eine große Verkaufsfrequenz hat, haufenweise Einheiten da zu Amazon zu schicken, weil es sind natürlich schon Kosten, die da wachsen. Gerade wenn man jetzt sehr, sehr viele da hat, auch Kleinvieh machen müssen, ne? Egal ob das 3 oder 6 Cent sind. Wenn du jetzt 1000 Einheiten da liegen hast, dann ist es trotzdem Holz. Ja, absolut. Ja. Wie viele neue Produkte, ich kann mir auch vorstellen, das kann irgendwie süchtig machen, oder? Dieses ganze FBA-Thema, ich finde es ja schon super faszinierend. Ich habe aktuell gar nicht den Cashflow, den ich bräuchte, um alles Mögliche zu kaufen. Also andere Leute haben Probleme, irgendwie auf Produkte zu kommen. Ja. Und ich habe die Probleme dadurch, dass mein Geld, mein Kapital gebunden ist an die Sachen, die ich im Vorfeld dann eben kaufe. Also ich kaufe ja quasi auf Lager in Vorkasse. Ja. Und dann ist eben das Kapital manchmal gebunden, solange bis die Sachen verkaufen. Und insbesondere brauchst du auch immer ein bisschen Rücklage, um, wenn der Bestand sich dem Ende zuneigt, eben auch wieder eine größere Bestellung tätigen zu können. Ne? Mhm. Und ich kann einfach aktuell gar nicht alles ins Sortiment nehmen, was ich gerne ins Sortiment nehmen würde. So, das macht echt ein bisschen süchtig. So, du stöberst dann und denkst du, boah, das ist auch eine geile Idee. Ja. Eine Liste ist echt mega lang. Oder ist das auch so innerhalb der FBA-Szene oder bei euch in der Mastermind so, dann, ey, das ist der heiße Scheiß, wir müssen alle Tischtennisplatten verkaufen und jetzt müssen wir alle Pfannenwender verkaufen und jetzt Kugelschreiber oder so? Also die ganzen Masterminds, die sind schon ziemlich cool, die Leute sind alle völlig abgedreht und alle sind einfach so Hals über Kopf in diesem Amazon-Business drin, sobald die einmal realisiert haben, ey, scheiße, das funktioniert wirklich. Ne? Mhm. Und die können das einfach alle gar nicht glauben, dass es so simpel sein kann. Und dann redet man zwar über allerlei, aber über die Produkte, die Leute wirklich selber so verkaufen, da sind die Leute dann doch immer ein bisschen empfindlich. Ne? Also es ist schon mehr so ein Running Gag, wenn du jemanden fragst, was du eigentlich verkaufst. Ja, weil er dann eben weiß, dass da keine detaillierte Antwort kommt. Sie sagen dann, oh ja, ich verkaufe dann eben in der und der Nische und so. Ich meine, mache ich ja auch. Ne? Aber das liegt eben daran, dass du eben nicht möchtest, dass das wie in Amerika zum Beispiel super schnell kopiert wird. Ich habe ja eben gesagt, so der Markt, der ist da viel, viel stärker, beziehungsweise viel mehr competitive. Und das Problem ist, dass in Amerika einfach auch viel mehr Leute unterwegs sind, die wahnsinnig finanzkräftig sind. Das sind oft die Leute, selbst Amazon-Verkäufer, haben oft Investoren hinter sich. Krass.
die sagen, okay, du kennst dich mit dem Markt aus, wenn du jetzt ein Produkt hast, das gut läuft, dann pumpe ich dir da Geld aufs Konto und du kaufst da keine Ahnung wie viele tausend Stück von. Ja. Und wenn da jetzt jemand sieht, Basti hat zum Beispiel ein Produkt, das läuft super gut an und so, ne, aber der hat da jetzt nur so und so viele Einheiten von auf Lager offensichtlich, dann machen wir das Gleiche jetzt eben, kaufen aber stattdessen 20.000 Stück und unterbieten den Preis. Ne? Mhm. Und das ist einfach in Amerika gang und gäbe. Die sitzen da wie die Aasgeier auf der Stange. Ne? Mhm. Und ich finde, der deutsche Markt, der hat noch so krass viel Potenzial. Also da kann man mindestens in den nächsten 5 Jahren richtig, richtig was reißen. Und ich wollte das Ganze einfach in erster Linie publik machen, weil ich es schade finde, dass das digitale Nomadentum für viele Leute vermeintlich nicht umsetzbar ist, weil ja am meisten wird ja transportiert dieser Gedanke, dass du einen digitalen Beruf irgendwie erlernt haben musst, ne? Dass du irgendwie als Freelancer anfängst, wenn du nichts anderes online-mäßig kannst und so. Und viele Leute sind einfach nicht so technisch versiert. Ich selber bin auch nicht sonderlich technisch versiert. Ich habe einmal meinen Blog mit WordPress, mit Ach und Krach, mit 3 Monaten Arbeit, um mich da reinzufuchsen, irgendwie aufgesetzt. Und viel mehr habe ich technisch jetzt auch nicht auf dem Kasten. Dafür sieht das sehr geil aus. Ja, danke schön. Danke. Ja. Ich wusste einfach, wie es ungefähr aussehen soll, so was mir gefällt. Und dann hat sich das dann einfach so ein bisschen im Prozess des Gestaltens so ergeben. Ich habe einfach direkt darauf Wert gelegt, so dass ich ein Premium-Theme nehme, das so meinen Ansprüchen ausreicht. Und das war eigentlich am Anfang voll der Fehler, weil so ein Premium-Theme mit so vielen Fähigkeiten hat einfach viel, viel mehr an Möglichkeiten, die du alle noch gar nicht schnallst, weil du ja noch nicht mal WordPress schnallst. Ne? Mhm. Deshalb, das war auf jeden Fall ein bisschen kontraproduktiv, aber mit dem Endprodukt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber grundsätzlich nochmal zurück zu dem Gedanken, dass Amazon einfach für jedermann umsetzbar ist. Ich wollte damit einfach den Leuten einräumen, dass du nicht was Technisches gelernt haben musst oder super in Programmieren oder sonst was sein musst, um diesen Lifestyle zu leben. Ne? Weil es wäre einfach wahnsinnig schade, wenn das so vielen Leuten vorenthalten bleibt. Und so hast du jetzt quasi mit Onlinehandel über Amazon oder auch über ein paar andere Sachen, über die ich schreibe, die Möglichkeit, das eben auch ortsunabhängig zu gestalten und eben auch auf Achse zu sein. Und du sagst ja selber, dass du mittlerweile aus dem englischsprachigen Raum auch mehrere Leute kennst, die das eben genauso machen. Mhm. Total viele, immer mehr. Trader und FBA-Leute, wobei die FBA-Leute fast noch mehr sind, auf jeden Fall. Ja, ja, und Spotify und so, nicht Spotify, Shopify. Shopify. Ist auch ein bisschen stark vertreten in den USA zumindest. Ja, das kommt. Also man merkt so, dass innerhalb der Szene so wieder ganz neue Berufe oder ganz neue Mittel und Wege entstehen, um dann ortsunabhängig sein Geld zu verdienen. Jetzt gibt es auch immer mehr Udemy-Kurs-Publishers und schlag mich tot. Also sind nicht mehr nur noch Decoder, Programmierer, Designer, was du eben sagtest, wo dann die Leute denken, okay, kann ich nicht, scheiße, ich kann kein digitaler Nomade mehr werden. Ja, genau. Und das ist echt ein wunderschöner Wandel und auch ein sehr, sehr schneller Wandel und ich bin mega gespannt, wie es vielleicht in einem Jahr aussieht. Also bei mir hat sich im letzten halben Jahr so extrem krass viel getan. Ich meine, du hast es ja selber ein bisschen mitverfolgt. Der Blog zum Beispiel ist ja jetzt auch gerade ein halbes Jahr alt. Ne? Und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob ich in einem Jahr überhaupt noch Amazon mache oder so. Ich glaube zwar, dass es in einem Jahr bestimmt super noch viel, viel besser laufen wird. Ja. Aber wer weiß, alles wandelt sich so schnell. Vielleicht hast du plötzlich die Möglichkeit, in ein richtig geiles Startup zu investieren oder sowas. Ne? Oder es unterbreiten sich, wenn man so in diesen digitalen Nomadensaft steht, sag ich mal, ne? Kriegst du so viel mit und das ist einfach unglaublich viel wert, du erweiterst ständig deinen eigenen Horizont und lernst neue Sachen kennen und das finde ich mega spannend. Das ist der Wahnsinn. Also gestern, als ich dann durch Chiang Mai gelaufen bin und dann hier die ganzen Freaks gesehen habe, die digitalen Nomaden und wie smart die alle sind und was jeder so macht und dann dachte ich, eigentlich ist ja hier so diese digitale Nomadenwelt, in der wir jetzt auch drin sind, wie Disneyland für Unternehmer. Ja. Wir hatten auf Bali hatten wir Mädchen zu Besuch in der Workation, die irgendwie eine Masterarbeit schreibt über das Thema digitales Nomadentum. Ich weiß nicht mehr genau, was sie studiert, irgendwas mit Social Studies und hast du nicht gesehen. Mhm. Und die konnte das alles gar nicht glauben, als sie dann in die Villa kam und wir saßen alle mit unseren Laptops und
hatten uns ein paar Bierchen auf den Tisch gestellt und ganz entspannt alle super produktiv gearbeitet. Mhm. Die meinte dann, das ist ja wie Ferienlager für Erwachsene. Ja, oder was wir auch für krasse Rückmeldungen nach der DNX kriegen, so dass die Leute, ja, dass sie einfach nur dankbar sind und sagen, ey, ich wusste es wirklich nicht, dass es so eine Welt gibt. Und ja, einfach so on fire sind, dass viele wirklich über sich hinauswachsen, um diesen Lifestyle dann realisieren zu können. Ja, das ist echt krass. Und das gibt einem auch einfach wahnsinnig viel zurück. Ihr kennt das dann ja selber von der DNX, aber auch, was ich zum Beispiel so an Lesermails bekomme. Ja. Ne? Gerade wenn man selber vorher ziemlich viel Kritik dafür geerntet hat, dass man so einen Weg einschlägt, der ja am Anfang irgendwie so als Hirngespinst abgestempelt wird oder so, ne? Naiver Utopist, ja, und all so ein Kram, das habe ich mir da angehört, ne? Und wenn du dann zum Beispiel Mails bekommst von Eltern, die dir sagen, dass die ihrem Sohn, der nicht weiß, ob oder was er studieren soll, deine Seite empfohlen haben, ja, ne? Und ich meine, ist ja klar, worum es bei der Seite geht. Die heißt halt Office-Flucht, ne? Und das ist einfach ein super geiles Gefühl. Ja, das ist der Hammer. Da haben wir heute auch noch eine Rückmeldung gekriegt, international, von jemandem, die war auf der DNX Global und ist jetzt voll mit ihrer ältesten Tochter dran, zusammen irgendwie ein Online-Business aufzubauen, und ist sie gerade voll am Überzeugen. Ja, und dann dachte ich, das ist ja der Hammer, so, dass man da, was du da alles für Leute inspirierst und was das für Wellen schlägt, ne? Weil eigentlich ist es ja so, dass die Eltern sagen, ey, mach was Vernünftiges und geh erstmal, mach einen guten Abschluss, geh zur Uni, blabla, was wir auch alle vorgesagt bekommen haben, und dass jetzt selbst dann so die Eltern schon erkennen und offen dafür sind und sagen, ey, weißt du, eigentlich ist cool, ich habe das jetzt mal ein bisschen reflektiert, ich kenne diese, Anführungsstrichen, alte Welt, sehe diese krassen, aufstrebenden digitalen Nomaden, geh doch mal zur Konferenz, schreib doch mal Markus und Feli und triff dich mit denen oder so. Ja, das ist echt unglaublich toll. Da bleibt mir auch manchmal echt die Spucke weg. Naja, aber das ist einfach toll, dass viele Eltern eben auch so ein bisschen am Puls der Zeit sind oder zumindest offen für solche Veränderungen. Ne? Ja. Weil jetzt, wo ich öfters als Speaker eingeladen worden bin oder eben auch die Workshops gebe und Leute, die meine Leser sind, zu Workations kommen und ich meinen Eltern dann erkläre, wie das alles funktioniert, dass die Leute halt wirklich hier hinkommen, um mit mir hier gemeinsam dann zu wohnen. Ne? Ja. Jetzt langsam nehmen die das auch ein bisschen für bare Münze und zeigen auch ein bisschen mehr Interesse als am Anfang. Ja. Und das ist natürlich auch eine tolle Entwicklung. Ja, das ist dann schon schön, ne? Weil am Anfang, vielleicht meine ich es auch gar nicht so ernst, aber die können es einfach nicht greifen, und selbst meine Mutter hatte irgendwie Probleme, überhaupt akzeptieren zu können, dass Arbeit Spaß machen kann oder was Cooles ist und wofür man brennt. Ne? Die kennen das von früher so, dass Arbeit muss wehtun, ist scheiße, und dafür kriegst du ja dann Geld. Also dieses, du tauschst deinen Schmerz ein gegen so ein bisschen Kompensation. Und das war so schwer zu begreifen dann für meine Mutter, dass du coole Sachen machen kannst und dafür noch Geld kriegst. Ja, ich erinnere mich auch noch an einen Besuch bei der Berufsberatung. So nach der Schule oder beziehungsweise irgendwie in der 12. Klasse oder so, da ging ich dann halt zum BITS, hier zum Berufsinformationszentrum, und ich hatte null Peilung, was ich machen sollte. Und dann hat sie mich halt gefragt, so nach meinen Interessen und dies und das. Und habe ich halt gesagt, ich möchte eben was machen, was mir auch Spaß macht. Und dann sagt die ganz, also mit so einer total versteinerten Miene, Spaß ist out, man lebt, um zu arbeiten. Ja. Das war einfach sowas von bezeichnend, weil die auch genau so aussah. Ja. So richtig nach Spaß ist out. Ja, scheiße. Thema, du hast ja gerade gesagt, bei dir ist es ziemlich krass abgegangen in den letzten paar Monaten. Vielleicht erzählst du mal von Anfang 2015 bis jetzt haben wir November, was da alles passiert ist. Vielleicht, um mal zu zeigen, was alles möglich sein kann. Ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich unsere wilde Achterbahnfahrt von Feli und mir innerhalb von zwei Jahren. Einmal zum Mond und zurück. Aber bei dir ging es, glaube ich, gefühlt fast noch schneller. Fast schneller würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber also wie gesagt, mein Work, der ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ich war genau exakt an meinem 30. Geburtstag war ich auf einem Mastermind Day von Tim Chimoy, der hat es in Köln so ein Event veranstaltet. Hier waren 8 Leute und jeder konnte da halt so seine Idee pitchen, und dann haben wir das so im Laufe des Tages eben validiert oder eben in der Gruppe auch diskutiert, was wir an den Ansätzen gut finden und was nicht und so. Und das hat schon gut was gebracht. Wie bist du eigentlich, ganz kurz, wie bist du auf den Blog von Tim gekommen oder überhaupt das erste Mal, was war so der Touchpoint mit digitalen Nomaden?
Ja, also wie es bei den meisten wahrscheinlich so ist, die überhaupt keinen Plan haben, was sie machen wollen und mega unzufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben. Also ich bin gelernter Hotelfachmann. Mhm. Ich habe auch in Düsseldorf, kommst du aus Düsseldorf, auf der Kühl im Intercontinental meine Hotelfachausbildung gemacht. Und das ist einfach so ein komplettes Paralleluniversum. Ne? Du gibst da echt bei Dienstbeginn so deine Würde an der Tür ab, habe ich so den Eindruck. Und verdienst mega schlecht, arbeitest unglaublich viel. Und das ging dann einfach irgendwann nicht mehr weiter. Ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Das habe ich von Anfang an gemerkt. Schon eigentlich nach 3 Monaten hatte ich so drüber nachgedacht, die Ausbildung zu schmeißen. Mhm. Und wie das dann eben so ist, wenn du total entnervt zu Hause sitzt mit dem Laptop und so, dann googelst du echt so einen Schwachsinn wie werde ich Millionär, ne? Oder irgendwie sowas. Und dann kommst du echt so von Hölzchen auf Stöckchen. Du liest erstmal tatsächlich so Investorenforen für Börsen Gedöns und all sowas, ne? Und wie gesagt, dann kommst du echt von einem aufs andere. Und dann hatte irgendjemand in so einem Finanzforum tatsächlich dann halt die 4-Stunden-Woche, wie das bei den meisten halt so ist, ne? Die 4-Stunden-Woche empfohlen, habe ich die gelesen und da war ich einfach völlig, völlig umgehauen. Ich meine, mir war klar, dass das jetzt nicht alles 1:1 umsetzbar ist. Also es wird ja auch oft angeprangert, dass Tim Ferriss damit so ein bisschen, viele Leute sagen, das ist ja nicht alles wirklich 1:1 umsetzbar, aber die vergessen dabei, dass deren Ausgangsposition auch nicht die ist, die Tim Ferriss da schon hatte. Ne? Mhm. Der hat ja schon irgendwie 60.000 Euro im Monat, 60.000 Dollar im Monat mit seinem Supplement-Shop verdient. Ne? Ja. Grundsätzlich einfach die Ansätze, die Denkanstöße, ja, die der gegeben hat, das hat für mich alles auf den Kopf gestellt. Und wenn du dann einfach weiter so ein bisschen so seinen Blog verfolgt hast und da wieder andere Leute empfohlen werden und all sowas. Also ich kam eigentlich erstmal so über die amerikanische Szene, dann hinterher zur deutschen. Okay. Und dann war Earth City und der Blog von Conny auch, waren so die ersten, die ich gefunden habe. Und ja, dann ging es halt immer weiter. Ne? Als ich dann das erste Mal von der DNX gelesen habe, das war auch dann kurz vor der, im Mai, ne? Das war ja die erste, wo ich war, da war ich einfach total weggeblasen, dass es überhaupt in Deutschland schon so eine Community gibt, wenn die auch noch relativ klein ist. Mhm. Ja, und dann bin ich zu diesem Mastermind Day von Tim Chimol von Earth City gegangen und wollte einfach erstmal für die Idee, meine reine Idee war eigentlich noch gar nicht so stark diese Amazon-Geschichte, sondern auch ein digitaler Nomadenblog. Ne? Und da sagte der Tim dann auch erstmal, hey, neuer digitaler Nomadenblog, so haben wir noch gar nicht. Ne? Und als ich ihm dann ein bisschen mehr erzählt habe, in welche Richtung es gehen soll und so, da fand er das dann auch ziemlich cool. Und hat das dann auch, als der Blog gelauncht ist, die paar Tage vor der DNX im Mai, ich habe jetzt zum 1. Mai gelauncht, hat er das Ganze dann auch gepusht mit einem ziemlich coolen Post, den er gemacht hat. Und ich habe eben direkt so ein paar Leute gehabt, die einen coolen Post rausgehauen haben. Auch der Sebastian Canaves hatte einen Beitrag von mir repostet und all sowas. Und das war dann echt so, dass innerhalb dieser einen Woche Launch ich dann die Woche darauf auf der DNX teilweise schon angesprochen worden bin. Hey, du bist doch der Basti von Office Flow. Und das war einfach mega krass. Hammer. Und ja, ein bisschen genetworked und all sowas. Und dann einfach auch ein geiles Knallgas. Geiles Branding, muss ich sagen. Du hast auch einen hohen Wiedererkennungswert mit deiner ganzen Optik und dem Design und dann noch ein cooles Logo dazu. Und irgendwie der Begriff passt ja auch wie Arsch auf Eimer. Ist total, man weiß, worum es geht, Office-Flucht. Und ja, genau. Also Dankeschön. Das hast du echt gut hingekriegt. Dabei ist das eigentlich gar nicht so eine komplexe Sache gewesen. Es ist ja eigentlich hauptsächlich Wiedererkennungswert durch einen roten Filter, der über den meisten Bildern liegt. Ne? Ja. Eigentlich ist es echt keine große Nummer, aber es hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, 3 Monate daran zu arbeiten, bis es dann eine runde Sache war für mich selbst auch. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, einfach raus damit, ne? Launch erstmal und dann optimieren kann man auf dem Weg. Mhm. Aber wenn man dann erstmal anfängt zu arbeiten, ne? Also jetzt auch wirklich dann Beiträge zu verfassen und all sowas. Ne? Du hast hinterher irgendwie so viel zu tun, dass du dann hinterher nicht mehr so die Ruhe hast, das nochmal anzugehen. Und so gibt es ja haufenweise Blogs, die dann irgendwie 3 Jahre lang so aussehen wie in der Ausgangsposition, bis die Leute dann irgendwann sagen, okay, jetzt muss ich einfach mal relaunchen, weil es einfach nicht mehr dem entspricht, was ich wollte. Und ich glaube, dass ich auch relativ lange jetzt mit dem Design, so wie es ist, zufrieden sein kann. Und das ist auch, glaube ich,
ein Hauptgrund dafür, dass das Office-Fluch dann so gut gestartet ist und auch viel gelesen wird, weil die Leute sich dann auf dem Blog aufgrund der Optik auch wohlfühlen. Hm. Absolut, glaube ich auch. Ja. Okay, du warst gerade bei der DNX, wo dich dann die ersten Leute angesprochen haben. Das war im Mai. Ja. Ich glaube, da waren wir noch in Babylon, genau, mit 500 Leuten. Genau, richtig. Ich habe, zurück zum Mastermind Day im Februar. Also ich hab ja erzählt, das war genau an meinem 30. Geburtstag. Die Leute haben mich gefragt, wie, du bist an deinem Geburtstag hier und so. Ne? Aber für mich war das dann echt so eine Sache. Ich bin jetzt 30, das war für mich so eine Zahl, wo ich dann einfach mir selbst gesagt habe, so, jetzt aber richtig. Ne? Ich hatte vorher so viele Sachen irgendwie ausprobiert und mal hier, ich habe ja zweimal studiert, beide Studiengänge geschmissen und so. Und einfach mal wirklich zu sagen, so, jetzt bist du 30, das ist es jetzt, das ist das, was du machen willst. Ne? Mhm. Und da auch alles reinzuhängen. Und dann habe ich dem Tim gesagt, als er mich gefragt hat, wo ich denn damit hin möchte, so was mein nächstes primäres Ziel ist. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte mal irgendwann auf der DNX einen Workshop geben. Ne? Mhm. Und das war es dann eben auch, dass ich versucht habe, mich in der Szene eben besonders zu vernetzen. Und auch Hauptgrund dafür, dass ich dann zum Beispiel auf so eine Workation hier nach Bali und sowas mitgefahren bin, ne? um eben auch so ein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen, sag ich mal. Deshalb, ich finde so Networking-Events mega wichtig. Ja. Wenn ich jetzt nicht mit Sebastian Kühn und mit Tim Chimoy und anderen namhaften Leuten aus der Szene connected hätte, dann wäre es auf keinen Fall so schnell gewachsen, weil die sind eben auch Meinungsmacher. Ne? Und wenn die sagen, okay, die finden das cool, dann gucken sich ja andere Leute das eben auch überhaupt erst an. Und das finde ich, ist ein unglaublich wichtiger Aspekt. Und dann habe ich eigentlich in der Zeit bis zur kommenden DNX hauptsächlich eben an Office-Flucht und an meinem Amazon-Business gearbeitet und hatte dann ja jetzt die Möglichkeit, auf der letzten DNX einen Workshop zu geben. Mhm. Und da war ich unglaublich nervös, weil das dann eben so greifbar war, das Ziel. Als ich das im Februar gesagt habe, da habe ich einfach noch nicht geglaubt, so dass es dann so schnell passiert. Weil das waren ja jetzt 5 Monate später. Und das war dann echt so ein Etappenziel. Ne? Ich habe wirklich 3 Tage vorher nicht geschlafen. Ich meine, der Workshop, der ging ja nur 45 Minuten eigentlich. Und ich fand es sowieso schon schwer, so die Amazon-Thematik in 45 Minuten zu packen. Ich meine, guck mal jetzt, wir reden jetzt schon über eine Stunde wieder. Ja, krass. Ja, ich habe dann einfach die letzten Tage ständig noch an der Präsentation gesessen und irgendwas versucht zu optimieren, was eigentlich schon in Ordnung war und so. Und ja, als es dann vorbei war, also kaum war ich auf der Bühne, war ich echt super, super entspannt. Und dann ist es auch, ich habe super Feedback bekommen, es hat total Spaß gemacht und dann habe ich auch echt so ein bisschen Blut geleckt. Und das, obwohl ich bei der Keynote vom Fabian Dittrich nicht dabei war und alle haben mir erzählt, wie toll das war, weil ich bin nebenan noch in den Raum gegangen und habe mir nochmal meine ganzen Notizen durchgeguckt und sowas. Und da habe ich mich hinterher im Nachhinein ein bisschen geärgert. Aber Workshop super toll gelaufen und war eine super geile Erfahrung. Und dann kam ja direkt die Woche danach das Entrepreneurship Summit. Da war ich dann mit dem Ben Powell zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten, also Online-Entrepreneurship, ortsunabhängiges Arbeiten. Und das war ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist eine ziemlich große Veranstaltung. 1500 Leute sind da. Das war an der Freien Universität Berlin. Mhm. Und da habe ich echt erstmal überlegt, also du hast mich ja vorgeschlagen und hast mich ja gefragt, ob ich das machen möchte. Ja. Und da habe ich erstmal einen Moment gezögert, weil als ich mir dann das YouTube-Video vom Vorjahr angeguckt habe, ne, so da ist mir echt erstmal so die Spucke weggeblieben, weil das einfach nach so einer enormen Veranstaltung aussieht. Ne? Krass, so, stehen Leute auf der Bühne, die wirklich die Welt verändern mit ihren Ideen. Ne? Mhm. Und dann kommt da eben hier der Bastian von Office Club und erzählt ein bisschen, hey, ich verkaufe online bei Amazon. Ne? Und da kommt dir das so surreal vor, so warum du überhaupt da vorne stehst und die Leute dir zuhören. Ne? Ja. Aber das Krasse war einfach, dass auch da das Feedback enorm war. Also mich haben nach dem Vortrag locker 40 Leute noch für über eine Stunde in der Lobby belagert, weil die alle wissen wollten, hey, wie das alles funktioniert. Ne? Ich habe mir da insgesamt die Show auf der Bühne, die ging ja eine Stunde, das Interview. Und dann hinterher habe ich mir nochmal eine Stunde auf anderthalb in der Lobby Zeit genommen für die Leute. Und da waren halt wirklich so 40 Leute ungefähr dabei. Und das Krasse war einfach, also die Leute
sind, glaube ich, alle auf mich zugekommen, weil das im Vergleich zu den Keynote-Speakern, die zwar super inspirierend sind, aber irgendwie in einem ganz anderen Universum unterwegs sind, dahingegen ist es Amazon-Geschichte eben für jeden greifbar. Ja. Und das hat das eben so interessant gemacht für viele Leute. Und da habe ich eben auch schon viel Anfragen bekommen jetzt für Workshops. Und ich denke, ich werde jetzt Anfang des Jahres, wenn wir aus Brasilien zurück sind, also ich werde nicht so lange in Brasilien bleiben, dann werde ich so ab Januar, Februar auch anfangen, so Amazon Mastermind Days quasi zu veranstalten. Cool. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein geiles Zeichen von dieser fetten Veranstaltung vom Entrepreneurship Summit, dass er eine mega Reputation hat, weil die ja unter der Schirmherrschaft von dem Günther Veitin veranstaltet wird, der das geile Buch Kopf schlägt Kapital veröffentlicht hat. Und die haben das erste Mal, glaube ich, im letzten Jahr sind die auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, da passiert irgendwie was, so Lifestyle Entrepreneurship hieß, glaube ich, das Panel, wozu die uns dann angesprochen haben und haben gesagt, das würden wir gerne mit ins Programm nehmen. Und das sind so irgendwie auch dann schon in gewisser Weise, auch wenn das alles noch sehr lange dauert, bis wir irgendwo in der Mitte der Gesellschaft vielleicht mal ankommen werden, die First Mover, die gesagt haben, ey, wir laden euch ein, wir nehmen euch mit in unseren Kreis, und krieg heute immer noch Feedback von unserem ersten Talk, den wir da vor einem Jahr, letztes Jahr im Oktober gemacht haben und gesagt haben, ey, ihr habt uns echt erreicht, getascht, ich habe was geändert, seitdem verfolge ich euch, war jetzt auf der DMX, und bei euch schien das ja jetzt genauso abgegangen zu sein. Ja, total, weil die DNX ist halt speziell für digitale Nomaden und deshalb ist sie bei vielen Gründern einfach noch total unterm Radar, ne? Und wenn du jetzt dann beim Entrepreneurship Summit bist, wo wahnsinnig viele eben ja Unternehmer so im klassischen Sinne am Start sind und die hören sich dann, weil die einfach mal sich da in diese Sitzung reinsetzen, es gibt ja verschiedene Events parallel auch. Wir waren natürlich auch direkt im Audimax, ne? weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, hey, das ist ein spannendes Thema und das wird sicherlich viele Leute interessieren. Und es war auch gut besucht. Ne? Und ich fand es einfach krass, dass sie uns dann zu zweiter ins Audimax stellen, wenn andere Leute eben echt so gestandene Unternehmer sind. Ja. Aber man merkt da einfach, dass dieser Wandel in der Stimmung oder beziehungsweise in der Auffassung von Entrepreneurship schon durchaus da ist. Ich habe jetzt zum Beispiel relativ viel mit einem der Zuhörer aus dem Publikum im Nachfeld geschrieben, der hat ein ziemlich geiles Startup, der macht ökologisch abbaubare Babywindeln. Ne? Mhm. Ist auch was für die Welt einen Mehrwert bietet. Absolut. Ne? Aber der schreibt mich jetzt an, halt wegen Amazon, weil er selber sagt, dass das ein viel, viel angenehmeres Modell ist. Ne? Mhm. Deshalb ist es irgendwie so, dass viele Leute gar nicht wissen, wie greifbar ein teilpassives Business überhaupt ist. Ja, deshalb ist es so gut, dass man dann auch immer präsent ist, bereit ist. Ich mache auch alles mit, was an Interviewfragen oder Speaking so kommt. Du hast ja jetzt auch voll Feuer gefangen, das finde ich cool. Und geben ja auch immer gern Sachen dann weiter, wo wir dann nicht können oder weil so langsam ja immer mehr auf uns aufmerksam werden. Und vor zwei Wochen haben wir dann auch eine coole Begegnung gehabt hier an der University of Bangkok beim Entrepreneurship-Stuhl oder Fachbeirat, keine Ahnung. Mit denen sind wir dann irgendwie connected worden. Also es zieht gerade immer weitere Kreise. Vielleicht machen wir mit denen was zusammen zur Global im März. Cool. Dass auch so dieses klassische Unternehmertum, was ich ja auch noch an meiner Uni da im BWL-Studiengang gelernt habe, was so praxisfern gewesen ist, dass die so die ersten Schritte jetzt auch Richtung Amazon-Selling machen oder anderen Business-Modellen, die absolut greifbar und realisierbar sind. Ich glaube, die meisten wissen es einfach nicht. Ja, deshalb hat der Günther Faltin das ja auch überhaupt erst alles gestartet. Der war ja auch BWL-Dozent, ne? Oder Dozent speziell in Berlin für Entrepreneurship und hat dann auch irgendwann eben gesagt, warum soll ich das unterrichten, wenn ich davon in der Praxis überhaupt keine Ahnung habe? Ne? Und so ist dann eben das Ganze entstanden mit der CE-Kampagne und du siehst ja, was daraus geworden ist. Ne? Ja. Richtig, richtig fett. Ja, ich denke mal, das war die längste Folge ever bis jetzt. Wir sind jetzt bei einer Stunde 16. Wenn die Hörer noch nicht eingeschlafen sind, vielleicht für die letzten drei, die noch am Start sind, was sind so deine nächsten Pläne in den nächsten paar Monaten? Speziell mit Office-Flucht, businessmäßig oder auch privat? Ja, ich, also erstmal, wie gesagt, fahren wir gemeinsam mit der Nomad Cruise nach Brasilien. Mein Ziel fürs nächste Jahr ist auf jeden Fall noch so ein paar Speaking-Gigs zu bekommen. Und ein Ziel, das ich auf jeden Fall habe, ist, ich möchte irgendwann
ich sag mal, irgendwann ist eigentlich voll schlecht, das so, so zu formulieren. Ja. Aber ich möchte irgendwann auf jeden Fall auch mal einen TEDx-Talk halten. Cool. Und fürs nächste Jahr ist geplant ein Online-Kurs zu der ganzen Amazon-Thematik. Also ganz idiotensicher von Schritt 1 bis, ja, bis zum letzten halt, wie man das dann 1:1 umsetzen kann. Mhm. Da muss ich mich bestimmt auch für locker 3 Monate einschließen, sonst mache ich das nicht. Aber ja, ich möchte das auf jeden Fall angehen jetzt, sobald ich zurück bin. Und dann, wie gesagt, eben auch so ein paar Mastermind-Days und auch Workations mit Schwerpunkt Amazon. Also quasi so eine Art Amazon-FBA-Bootcamp. Mhm. Sodass man dann zum Beispiel sagt, für eine Woche oder für 10 Tage, so ist nur eine vernünftige Zeit, die theoretisch auch Leute in Anspruch, die Leute opfern können, die berufstätig sind. Also jetzt nicht irgendwie ein ganzer Monat Workation oder so, sondern so eine Woche ungefähr bis 10 Tage, dass man den Leuten sagen kann, da gehen wir auch alles durch, was mit Amazon zu tun hat, und du fährst nach Hause mit einer Art Hausaufgabe und mhm. weißt, wir beschließen dort quasi schon, welchen Produkt du dich annehmen solltest, sodass jeder quasi mit einem festen Plan nach Hause fährt. Mhm. Sau cool. Ich merke schon, du bist voll on fire. Wir sind es ja auch noch, Feli und ich, und das ist irgendwie das Geilste, was es gibt, diese unternehmerische Freiheit, irgendwie das erste Mal ja ausleben zu können und nicht mehr um Erlaubnis fragen zu müssen. Das hat voll lang bei mir gedauert, bis ich das mal gerafft und realisiert habe. Ja, und was auch alles daraus entsteht, ne? Also es ist echt wie so ein Schneeball, der ins Rollen kommt. Mhm. Ja, cool. Ich freue mich. Wir sehen uns ja schon in, keine Ahnung, 1,5 Wochen dann in Gran Canaria. Und 12 Tage. Genau, 12 Tage, geil. Und dann sind wir erstmal auf der Cruise zusammen nach Brasilien. Das wird bestimmt auch nochmal super inspirierend, mit den ganzen anderen digitalen Nomaden die Köpfe zusammenzustecken. Ja, super geil, auch weil es internationale sind. Ja, absolut. Das ist auch nochmal so ein neues Level, was wir jetzt angegangen sind mit den X Global, und ja, ist einfach nicht mehr zu stoppen. Ist einfach zu geil, bevor wir uns jetzt hier zu lange selber feiern. vielen Dank für deine Zeit. Dank dir, Mann. Dank dir für die Einladung, und es hat echt mega Spaß gemacht. Sehr gerne. Hau rein, Basti, wir sehen uns. Hau rein, bis dann. Bis dann. Yo Leute, das war auch schon wieder eine neue Folge der Lifehacks Show, heute mit Basti Bahrami von officeflucht.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like bzw. eine Rezension auf iTunes. Ihr könnt mir aber auch gerne ein Like hinterlassen auf meiner Facebook-Seite, das ist www.facebook.com/lifehacksshow, oder ihr sucht da einfach nach Lifehacks. Ich freue mich über jegliche Interaktion, über Feedback von euch. Schreibt mir eine E-Mail an markus@lifehacks.de, wie euch die Sendung gefällt, was ich noch anders, was ich noch besser machen kann. Das hält die Show am Leben, das hält mich am Leben. Ich brauche euch, ich brauche euer Feedback. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mir ein Lebenszeichen gibt. Und viel Spaß bei allem, was ihr gerade noch macht. Peace and out. Euer Markus.